Tag, Leute, und da sind wir zum 27. Spieltag gegen Chemnitz. Und ich würde mal sagen, nee, dann müssen wir gewinnen. Und wenn wir da gewinnen, dann kommen wir immer näher nach vorne ran. Und ich würde mal sagen, wir werden nicht verlieren. Team natürlich wieder auf die Rippen und wir hören unsere Musik. Und ich spreche wieder zwischen. So, angepfiffen erste Halbzeit und ich hoffe, es geht so, ja, offensiv weiter wie gegen Dortmund, wo wir knapp, ja, nicht knapp, sondern 14 Schüsse und davon 9 aufs Tor, ne? Jetzt die erste Möglichkeit im Spiel, Lapsus von Alvaro Lopez, der Milat ins Spiel bringt, der afghanische National schießt aus 19 Metern, aber knapp vorbei. Mann, ey, da hätten wir mal gleich das 1-0 schießen können. Wir gucken mal die Tabelle. 13 Punkte Unterschied. Tomalla und Kevin Konrad mit einem Brechschlag. Beide können weitermachen. Okay, aber wenn wir heute gewinnen, dann sind es 39 Punkte. Mit 39 Punkte können wir richtig gut leben. Nach einer Flanke von der rechten Seite durch Meier legt Armin per Kopf in die Mitte ab. Pentke verschätzt sich, aber kein Kloppenbock kommt an den Ball. Mann, Glück für den CFC. Mann, ey, da hätten wir mal gleich das 1-0 schießen können. Also, wenn es so weitergeht, dann gewinnen wir das hier Ding locker. Nils Rösler schießt bei einem Abwehrsuch den eigenen Mann an, der damit unfreiwillig für Dennis Tomalla vorlegt. Kevin Konrad schaltet aber blitzschnell und wirft sich noch dazwischen. Ecke für uns. Wieder die nächste Möglichkeit. Zwei. Die erste Ecke im Spiel. Warum ich zwei gesagt habe, ich meinte wegen die zwei Balken. Tolles Luftduell im kurzen Pfosten zwischen Tomalla und Leandro nach einer Ecke von Nuri. Am Ende kann sich Leandro durchsetzen und die Gefahr per Flugkopfball gerade noch bereinigen. Also da hatten sie noch gerade so einen guten Verteidiger. Also Leandro ist natürlich kein Verteidiger. Aber nee, passt schon auf, Jungs. Schöner Pass von Ronny Grabuschewski auf Markus Thierer ist doch. Der zieht im Zweikampf gegen Romneuber klar den Kürzeren, der läuft ihn einfach den Ball ab und spielt zurück zu Daniel Reck. Also eine 1,5 mit Neuper, da kann ich echt gut leben. So, in Kloppenburg spielt der Torwart Libero bitte nicht unser. Entschlossener Steilpass von Alvaro Lopez in die Spitze. Torhüter Daniel Reck verlässt den Strafraum und sprintet dem Ball entgegen. Doch Sebastian Glasner ist zuerst am Ball. Bitte nicht. Nein, nein. Aber den Schussversuch kann Daniel Reck mit der Fußabwehr abblocken. Ball landet am Ende bei Tobias Hennicke und die Gefahr ist gebannt. Schöne Aktion von Daniel Reck und Hennicke. Das freut mich. Also da hat Daniel Reck mehrmal neuer Qualität gezeigt. Hat natürlich Glück, dass er den Fuß dazwischen kriegt und dasjenige auch genau da steht, wo er stehen muss und den Ball wieder nach vorne bringt. So, aber Chemnitz ist jetzt auch im Spiel. Wir müssen aufpassen. Geht noch mal drauf, Jungs. Es ist schlechte Sicht. Man kann nicht mehr von einem zum anderen Tor schauen. Die Spieler sollten das aber im Moment nicht stören. 35. Minute jetzt. Jetzt haben wir einen blauen Ball. Chemnitz ist gut im Spiel jetzt, so die nächste Möglichkeit für uns hoch und weit geschlägt. Hummel den Ball nach vorne. Armin verlegt das Kopfball gegen Ken Lehmanns. Zwar, aber der Ball köpft gerade vor die Füße von Nuri. Der zögert keinen Augenblick und knallt den Ball genau in die Mitte des Tores. Oh mein Gott! Und Pettke steht aber genau dort und packt sich ja zu. Wer hätte das gedacht, dass Pettke in der Mitte steht, ne? Alvaro Lopez jetzt mit einer gelben Karte. Falsche Entscheidung von Christian Pammer. Nach einem Zweikampf mit Nuri rollt der Ball ins Aus. Der Assistent zeigt Einwurf für den BV Kloppenburg. Alvaro Lopez ist einverstanden und regt beide Daumen nach oben. Christian Palmer oder Pammer interpretiert dies als Beleidigung und zeigt völlig unrecht die gelbe Karte für Alvaro Lopez. Versteht die Welt nicht mehr. Kann ich aber auch ein bisschen nachvollziehen. Mal sehen, ne? Erste Halbzeit ist jetzt vorbei. Da müssen wir mal mit den Jungs sprechen, dass sie auch die
die Chancen mal drin machen sollten. Weil wir haben einige und machen kaum Tore. Das ist so unsere Schwäche. Dafür ist unsere Abwehr heute wieder stark drauf. Neupert auf jeden Fall loben. Auch Jenige wird gelobt, auf jeden Fall. Der direkt, der ein super Spiel gemacht hat. Und motivieren wir nochmal Hubbel als Sechser. Nur Frische. Ja, bei wem wir noch? Neupert, ja, dann ist wieder alles okay. Dann lasst mal uns für Aufsehen sorgen. Und los geht's in die zweite Halbzeit. So, 50. Minute, kaum was los, nicht so wie in der ersten Halbzeit. Gefährlich Freistoß in Kloppenburg. Für uns, für den BV Kloppenburg. Ronny Grabuschewski konnte da Max Meyer nur mit einem Foul stoppen. Die Torentfernung beträgt gute 17 Meter. Nuri wird schießen. Nimmt Maß an den Außenpfosten. Oh, jetzt haben wir Pech. Nuri Konak gegen den Pfosten. Das kann er besser. Mensch, Jungs. Also, das geht besser. Mal sehen. 52. Minute jetzt schon. Es geht kaum noch was vorne. Oh, jetzt. Gell, das fängt von der linken Seite. Philipp Hettke fliegt einfach unter den Hebel durch. Doch Nuri ist zu überrascht und per Kopf die sich bietende Chance zu nutzen. Dennoch bekommt er einen recht ordentlichen Kopfball zustande. Mann, was ist denn mit der Mannschaft los? So viele Tore, Torchancen und kaum Tore. Die nächste Möglichkeit jetzt. Nuri schickt Armin, der auf dem Weg zum Tor jedoch ins Stolpern geht und Kevin Konrad noch vom Ball trennen kann. Jetzt Kemmlens mit der ersten Möglichkeit in der zweiten Hälfte. Gute Aktion von Ronny Grabuschewski, der sich im Strafraum durchsetzt und aus 12 Metern schießt. Er packt jedoch sicher zu. Gut, dass wir so einen starken Torwart haben. Das ist unser Glück. Und jetzt Verletzung Markus Zierreis. Schade für die Chemnitzer, dass sich so ein Spieler verletzt. Oder doch nicht? Liegt nach einem Foul von Jenicke verletzt am Boden. Das sieht nicht gut aus. Er muss im Spielfeldrand behandelt werden. Er gibt Entwarnung, es kann weitergehen. So, jetzt eine Möglichkeit. Extrem weiter Einwurf von Meier von der rechten Seite in den Strafraum. Das ist fast schon eine Flanke. Armin verlängert und Dennis Domalle ist ein wenig schneller als Kevin Konrad. Der Ball geht vom Innenpfosten unerreichbar für Penke über die Torlinie 1 Zoll. So schnell geht's. Super Ding von Dennis Domalle. Schöne Verlage von Armin. Und jetzt Chemnitz. Machen Sie sofort den Ausgleich. Sebastian Glasner geht zweimal im Strafraum zum Boden. Einmal knapp davor, einmal auf der Linie und dann reklamiert er. Christian Pammer lässt aber weiterspielen. Bei uns jetzt mal Glück. Marco Kehl-Gomez. Philipp Suchan. Oder wen wechseln wir heute ein? Harald, Julian. Ja, Julian für Jenicke. Oder. Nein, ist schon okay. Harald Bunimeier. Bringen wir Zulu, das ist Jahreskant. Genau. Machen wir so Tim Hofmann raus, Zulu rein. Und Hummel wieder als Sechser. So, dann gehen wir mal weiter. Und mal sehen, ob vielleicht noch ein Tor schießen, weil das wäre gut für uns. Und dann könnten wir ein bisschen ruhiger spielen. Und der Nils Rösler, oh. Ich habe ja vorhin nochmal die Zweikämpfe gesehen, 78. Also ja, den müssten wir uns eigentlich holen. Mit unserem Geld, was wir haben. Aber ich glaube, ja, das wird schwer, den zu kriegen. Auch wenn Kevin Chemnitz absteigt, dann holen wir uns den auf jeden Fall. Aber da hinten in den Abstiegszonen ist es so spannend, da kann jeder jeden schlagen. Und da sind nur 3 Punkte Unterschied. So, Meier flankt von der rechten Seite, von der rechten Eckfahne vors Tor. Keeper Filler Penke kommt nicht richtig am Ball, legt ihn Armin vor die Füße. Der bedankt sich und schiebt zum 2-0 ein. So schnell kann es gehen. 3 Minuten, 2-0. Schöne Aktion.
Also da hat Armin mal seinen Torhüter gezeigt. Julian Eggers gleich mit der gelben Karte. Zeitspiel rein. Klares Foul von Julian Eggers an Markus Zierreis. Dafür holte sich der eingewechselte Mannschaftskapitän von Schiedsrichter Christian Pammer dann auch die gelbe Karte ab. Okay. Die nächste Möglichkeit. Die sieht wieder nicht schlecht aus. Eine hundertprozentige ist das jetzt schon das 3-0. Bei der Kopfverlängerung aus dem Mittelfeld schläft Kevin Konrad so, dass Tennis mal einen auf Paetke zulaufen kann. Macht er das? Kevin Konrad setzt aber noch nach und kann den Globmer in Höchstnot und noch am Abschluss hindern. Mann, ey. Das wäre doch schön gewesen. Thomalla mit einem Doppelpack. Soll wohl aber heute nicht sein. Kloppenburg hat man jetzt nicht sonderlich eilig. Ja, das ist ja auch klar. Ist auch klar. Nee, ist ja auch klar. So, wir bringen nochmal den Philipp für Armin. Mal sehen, vielleicht macht er heute nochmal ein Tor. Hat er in der laufenden Saison schon sechs Fähigkeitspunkte, nicht sechs Fähigkeitspunkte, sondern sechs Gesamtstärkpunkte verbessert. Also ja, auch wenn er nicht viel spielt, ich glaube, wir werden ihn nächste Saison ausleihen. Das muss einfach sein, den Julian Bennert behalten, dass er auch mal wirklich eine Saison bei uns spielt. Der Julian Bennert, hat bis jetzt keine komplette Saison bei uns gespielt. Wurde dann in der Winterpause ausgeliehen. Und da probieren wir es einfach mal, ne? So, nach einem. Aha, hat sich Glasner anscheinend verletzt. Ja, das kennen wir ja. Und jetzt eine gute Möglichkeit für uns. Meier legt das wieder von halblinks schön für Tomalla auf. Der Paetke den Ball zwischen die Beine hindurch zum 3-0 einnetzt. So einfach geht es. So einfach ist es. So einfach ist Tomalla und Meier. Ich hab doch gesagt, ist vielleicht Meier jetzt in Topform? Ist er endlich angekommen? Das scheint so. Das scheint so, dass Max Meier wieder da ist. Oder endlich da ist. Das freut mich am meisten. Wir sehen nochmal Silber für Sebastian Glasner. Aber ne, 3-0, sichere Sache denn am Ende. Gewinnen wir verdient so hoch. Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Chancen. Aber Chemnitz kaum Möglichkeit nach vorne. Das war dann ein sicheres Ding hier. Und damit können wir dann am Ende zufrieden sein. Wir kommen immer weiter raus aus dem Abstiegskampf. Oder der Abstiegskampf ist eigentlich schon, ja, gewonnen. Wir werden da unten, ich glaube, nicht mehr große Rolle spielen. Wir könnten eigentlich mehr nach vorne gucken. Und das könnte ja vielleicht um den Aufstieg noch mal ein bisschen interessant werden. Ich würde einfach mal sagen, haut rein, bis dann und wir sehen uns zum Nachbericht. Ciao.